Was geht ab, Freunde? Heute gibt es ein extrem krasses Video, was eine absolute 10 von 10 sein wird. Aber bevor das Video startet, lasst jetzt alle schon mal ein Like da. Vielleicht schaffen wir ja 2500 Likes auf das Video, denn Willenskraft ist alles, Freunde. Willenskraft! Achso, und nochmal vielen Dank für den krassen Support unter dem letzten Video. Wir haben, obwohl es kein Fortnite-Kurzfilm war, einfach 1000 Likes geschafft. Deswegen vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Freunde, aber bevor der extrem lustige Golddigger-Prank beginnt, werden wir erstmal wieder ein Quiz machen, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Was war mein allererster Main-Skin? Ist es A, der gute alte Heumichel war mein allererster Main-Skin? Ist es Antwort B, ich hatte schon immer den Beast Boy-Skin? Oder ist es Antwort C, mein allererster Main-Skin war diese Brainiac-Form? A, B oder C, falls ihr die richtige Antwort kennt, dann schreibt es mir jetzt unbedingt in die Kommentare rein. Lasst ein Like da und abonniert unbedingt diesen Kanal hier. So, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem heutigen Golddigger-Prank. Ja, ja, und schön zu Ende schauen, ne? Ja, ja, ja. Guten Morgen, Mann. Oh, ich bin gerade aufgewacht. Oh, warte mal, das ist mein kleines Haustier Anton. Yo, Anton, du kleiner Fisch, alles klar bei dir? Ach, Anton, du kleiner, süßer, blubbiges Blub-Blub, Alter. Ich gehe da mal runter zu Rock Abi, ne? Ey, Mann, Freunde, ich wohne jetzt schon seit einiger Zeit in diesem wunderschönen Apartment. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile so reich geworden. Ich habe einfach mit Rock so hart gearbeitet. Warte mal, wo ist eigentlich Rock? Ey, yo, Rock, Mann. Dwayne, Bro, wo bist du denn? Hä? Rock, wo bist du? Vielleicht ist er hier drin. Ey, yo, Rock, da bist du ja, Bro. Was geht ab, Mann? Alles klar bei dir? Warte mal, Bro, was singst du denn da bitte? Du singst gerade unser Lied, oder? Genau, Bro. Guck mal auf dem Fernseher. Das sind wir. Oh, warte mal, du hast das echt hochgeladen. Lass mal das Video anschauen. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Ey, Mann, das Video ist so geil geworden, Bro. Ja, es ist richtig viel passiert, wo ich das Video hochgeladen habe. Wir haben so viel Geld bekommen. Wir haben jetzt eigentlich ein eigenes Apartment und haben zwei Lambos draußen stehen. Ey, Mann, Rock, du alter Highschool-Freund von mir, Mann. Ich bin so froh, dass wir zusammen hier ein Apartment gegründet haben. Wir beide, Mann. Aber kannst du mir nicht sagen, warum du so breit bist und ich nicht? Ich meine, ich gehe doch auch immer pumpen. Naja, eigentlich trainiere ich 24 Stunden. Trainierst den ganzen Tag jetzt im Ernst? Wie machst du das denn? Nimmst du irgendwelche anderen Sachen, wenn ich fragen darf? Darüber reden wir einfach nicht. Alles naturell, mein Freundchen. Zwinker, zwinker. Alles klar, Johnson, Bro. Dann würde ich sagen, komm mal direkt mit. Dwayne, hast du heute noch irgendwas vor oder wollen wir heute wieder eine Runde mit dem Catcar rumfahren? Nee, ich denke mal, wir können heute ein bisschen rumfahren, ne? Mit dem Golfcar? Ja, ja, da können wir ein bisschen singen. Nice, komm mal, mach noch einmal für mich den Sassy Rock Blick. Komm mal, Bro, bitte, mach einmal noch den Sassy Rock Blick. Nur für dich. Ey, Mann, ich bin so ein Fan von dir, Mann. Okay, komm, direkt, lass rausgehen. Ey, Mann, Sassy Rock ist der Beste, Mann. Ach ja, schöne Luft hier in Tilted Town. Warte mal, unsere zwei Lambos, Alter. Schau mal, der grüne ist meiner und der blaue? Der blaue ist meiner. Oh Mann, ey, das ist so schön als Reicher. Warte mal, siehst du die Menschen da vorne? Oh Mann, das sind ein paar Obdachlose vor unserem Haus. Was machen die denn da, Bro? Ah, das kommt noch ein bisschen häufiger vor. Lass ihnen mal ein bisschen Geld geben. Die sind bestimmt ganz nette Menschen. Ja, ich würde auch sagen, lass ihnen ein bisschen Geld geben, Bro. Ich meine, man sollte immer armen Menschen helfen. Egal wie viel Geld man hat, auch wenn wir hier zwei Lamborghinis stehen haben, ein richtig gutes Apartment und so. Ich meine, da hinten sind einfach Menschen, denen es anscheinend extrem schlecht geht und deswegen sollten wir denen auf jeden Fall helfen. Ich meine, schau sie dir mal an, Bro. Okay, komm, lass ihnen auf jeden Fall helfen gehen. Wir geben denen ein bisschen Geld. Wollen wir denen $100 geben oder $50 oder ein bisschen mehr sogar? Ja, ich wäre für $500. $500, okay, lass direkt. Warte mal. Oh, wow, Bro, siehst du das Mädchen da vorne? Wow. Ja, ja, ich bin ein Mädchen und lauf einfach hier so rum. Boah, ist die hübsch, Mann. Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Oh, ja, ich bin nur für ein hübsches Ding da. Ja, so, ich bin hier der Manfred und das ist mein Bruder Klaus. Hallo, ich bin der Klaus und ich bin auch dabei. Ja, ja, der Klaus ist ein Spinner. Okay, kann ich euch irgendwie helfen? Wow, ja, Mann, Traumfrau, Bro, die hilft den Obdachlosen und sowas. Wie nett ist die denn? Hey, Mann, wir müssen die unbedingt irgendwie ansprechen oder so. Was sagst du? Können wir ruhig machen. Da werde ich auf jeden Fall sass. Ja, okay, lass die auf jeden Fall jetzt ansprechen. Dann los. Was machen die da? Oh, lass zuhören. Stimmt. Wir können erstmal zuhören, Mann. Dann los. Wollen wir gleich die Prinzessin gehen? Egal, lass zuhören. Los geht's. Na, willst du vielleicht etwas mit uns unternehmen, du hübsches Ding? Du bist doch eine ganz junge, oder nicht? Ja. Also, ihr seid auch voll nett. Kann ich jetzt helfen, oder wie? Ja, eine kleine Spende wäre schon was Feines, ne? Oha, schau mal, Bro. Die spendet sogar. Ja, Dwayne, ich seh's. Ey, so eine Traumfrau, Mann. Ich muss sie unbedingt kennenlernen. Spenden? Entschuldigung, wie meinen Sie das? Ja, wir sind doch ganz arme alte Männer. Wir wohnen im Zelt. Was meinst du mit, was sie spenden, ne? Bist du etwa dumm oder so? Wir wollen Geld haben. Das brauchen wir als Hilfe. Was für Geld? Ihr verarscht mich doch. Ihr wollt doch nur, dass ich euch helfe, eure Zelte in eure Lambos zu tragen. Die zwei Lambos da hinten sind doch bestimmt eure. Ah, Himmelarsch und Zwirn, was denkst du denn? Mensch, hast du das gehört, Klaus? So was Lustiges habe ich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gehört. Wie meint ihr das? Sind das nicht eure Lambos? Nee, uns gehören die zwei Traktoren dort hinten. Die zwei sind unsere Babys, der gelbe und der rote Blitzer.
Jo, Bro, was ist da los, Mann? Ich habe gerade ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Wollte sie denen echt helfen? Ich meine, sie dachte, dass deren Auto, die Lamos dort sind. Warte, willst du weiter zuhören, was da jetzt passiert? Was mache ich denn hier mit euch? Also entweder kannst du dich zusetzen oder du spendest was und gehst. Mach dich mal ab, Junge. Ey, was passiert da hinten, Orksi? Manfred, wir werden nie eine Spende bekommen. Immer nur solche. Ich geh jetzt ins Zelt. So, zack, ins Zelt rein. Wie redest du denn mit mir und meinen Kollegen, Junge, damit? Weint er sich ja schon wieder. Ich kriege doch. Also wirklich, es schlägt gleich 89, Mensch. Oh Mann, der arme Obdachlose. Ich dachte, das Mädchen wäre lieb. Und du, Dwayne, Habibi? Ja, ich dachte ehrlich, dieses Mädchen wäre nett. Aber was sie jetzt abzieht, geht gar nicht. Warte mal, Blubbi, was machst du denn hier, Bro? Warte mal, Blubbi, was sagst du? Was meinst du denn bitte? Was sagt der Oxy? Was sagt der? Golddigger. Also meinst du echt, sie ist ein Golddigger, Bro, und wollte nur mit den Obdachlosen was zu tun haben, weil sie dachte, dass ihnen die Lambos gehören? Oh Mann, Blubbi, vielleicht hast du ja recht, Bro, Anton. Ich denke, das ist wirklich ein Golddigger, aber die ist doch so hübsch. Trotzdem ist sie ein Golddigger, Oh Mann, ihr habt ja beide recht, sie ist hübsch, aber Blubbi hat auch recht, Bro, sie ist ein Golddigger, Mann. Okay, dankeschön für die Information, Blubbi, komm, wir gehen weiter zuhören. Vielleicht haben wir uns auch nur falsch verstanden oder so. Du musst das weiter zuhören. Blubbi, komm her, Bro. Ey, was willst du von mir? Wenn du kein Geld hast, kannst du gleich von mir weggehen. Also, was ist gemein, ne? Aber ich kann es dir verzeihen, wenn wir was trinken gehen. Du gibst natürlich aus, ne? Ich hab doch kein Date mit jemandem, der kein Geld hat. Ja, aber jetzt sag mal ehrlich, ich bin nicht halt öfter und willst du vielleicht nicht was mit mir unternehmen? Also, so alt bin ich jetzt auch nicht, ne? Erst 86. Nein, sie sind viel zu alt und ich hab einen Freund. Was macht man nicht, wenn man einen Freund hat? Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Manfred, kannst du mich... Ach so, du bist ja der Klaus, habe ich ja vergessen. Zugesperrt. Ja, dann gehe ich mal, ne? Also geh lieber weg, du nicht reicher, unrasierter, ekelhafter, alter Mann. Oh Mann. Sie haben sich anscheinend entfernt, was da passiert. Entschuldigen Sie. Ja. Möchten Sie ein bisschen Geld haben? Hier, wir haben ein bisschen Geld für Sie. Das wäre aber sehr nett, Dankeschön, weil die davon, die war so unhöflich, wirklich, also... Habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Darf ich wissen, was passiert ist? Ja, also sie hat gedacht, dass ich und mein Kollege Klaus reich wären. Und als sie bemerkt hat, dass wir doch nicht reich sind, war sie total gemein zu uns und ist dann weggegangen. Oh Mann, das ist voll fies. Oh ja, du hast recht, das ist voll fies. Aber warte mal, Dwayne, du weißt genau, was das heißt, Bro. Sie ist anscheinend ein Golddigger. Und um das rauszufinden, müssen wir einen... Einen Golddigger-Test machen, habe ich recht, Jungs? Ja, sie haben recht. Woher kennen Sie denn bitte Golddigger-Pranks? Damals habe ich auch immer Golddigger-Pranks gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal, Real Oxy, aber schau, was aus mir geworden ist. Bro, bist du das aus der Zukunft? Egal, Bro, hör nicht auf den alten Mann. Lass mal jetzt gucken, ob das ein Golddigger ist oder nicht. Ja, du hast recht, Rock, Bro. Ich würde sagen, alter Mann, hauen Sie rein. Viel Spaß mit dem Geld. Ja, los, schön, Tag noch, ne? Warte mal, siehst du das, Bro? Was macht sie dort bitte? Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Hey, was machen Sie da bei meinem Auto? Was soll das? Hallo, sind Sie noch ganz bei Sinn? Ich mag nur den Motor Ihres Autos. Ich liebe Autos, deshalb. Oh, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, Rock, Bro, The Rock. Das ist der echte The Rock. Krieg ich ein Autogramm? Ach, keine Zeit. Ich muss los. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal, ne? Oh, okay, hau rein, Rock, Bro. Wir sehen uns später zum Kaffee trinken, ne? Vorsicht, Rock, musst du einmal kurz lang. Oh Mann, ey, Rock, so ein Ehrenmann. Warte mal, das ist sein Auto und wer bist du? Ciao, Rock, Bro. Ich bin Orksi. Das ist mein Haustier, Blubbi Blub. Okay, ich würde sagen, ich muss dann jetzt auch los, ne? Ciao, ciao. Warte mal, gehört der andere Lambo dir? Ja, das ist richtig. Der Lambo hier vorne gehört mir. Also, ich muss dann jetzt auch los, na los. Blubbi, gehst du ins Haus rein, Bro? Ich gehe da ein bisschen einkaufen, ja? Blub, okay, ciao, Blubbi, Bro. Alles klar, entschuldigen Sie, junge Dame, ich muss hier einmal dann lang. Na los. Warte mal. Ja, wie kann ich Ihnen denn bitte helfen? Oh Mann, Freund, ich glaube, jetzt geht's los mit dem Golddigger-Prank. Ja, wo ist das Problem? Hättest du vielleicht mal Bock, mit mir irgendwie auszugehen oder essen zu gehen oder so? Auszugehen oder essen? Wie meinen Sie das, junge Dame? Sind Sie Single? Ja, bin ich, natürlich. Oh, Sie sind echt Single, tatsächlich? Ja, ich bin Single, sogar like a Pringle. Aber in Pringles sind doch immer ganz, ganz viele Chips drin. Das macht doch gar keinen Sinn. Auf jeden Fall. Hast du Bock? Ja klar, steig ruhig ein, alles klar. Oh Mann, Freund, ich glaube, sie ist echt ein Golddigger, aber ich muss sie auf jeden Fall weiterhin testen. Ich frag erstmal, wo sie herkommt. Und wenn ich ehrlich bin, sie ist echt hübsch, aber ich darf nicht vergessen, Bro. Sie ist vielleicht ein Golddigger. Erstmal testen, na los. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Beverly Hills. Und du? Warte mal, an diesem Ort, da leben doch nur reiche Menschen, oder nicht? Wie bist du denn hier in Tiltedtown gelandet? Ich meine, das ist ja eher eine Stadt, wo so Durchschnittsbürger leben, wie wir halt. Also, das ist eine echt lange Geschichte. Ja, ich war damals die reichste Person der Welt und dann hat mich einer betrogen und mein Geld geklaut. Oh, oha, das ist gar nicht gut, wenn man
man Leute betrügt. Ey, das tut mir echt voll leid. Ey, Leute, ich weiß nicht warum, aber ich habe voll Mitleid mit dir. Sie war doch vorhin noch ein Golddigger. Warum ist sie denn auf einmal jetzt so lieb und sympathisch? Ich meine, am Anfang bei den alten Männern war sie auch voll lieb und so. Und jetzt, ich sag euch ehrlich, eigentlich ist sie voll süß, Mann. Ja, ich habe auch niemanden und so. Meine Eltern sind gestorben. Meine Verwandten leben ganz woanders. Manchmal bin ich sogar ganz allein im Hotelzimmer. Mann, Freunde, ich weiß ganz genau, was sie versucht. Na los, lass dich einfach nicht drauf ein, Bro. Lass dich einfach nicht drauf ein. Alles klar. Ja klar, lass uns gerne ein Eis essen gehen. Lass du diesen richtig teuren Eisladen. Oh, okay, mach ich sofort. Oh Mann, Freunde, die arme Mann. Sie hat es so schwierig und sowas. Und ich meine, sie tut mir voll leid. Ich muss ihr auf jeden Fall ganz viel kaufen, Mann. Ganz viel Eis und so. Er ist so dumm und hat so ehrlich geglaubt. Alles klar, vielen, vielen Dank für das Eis. Oh Mann, das arme Mädchen, Mann. Ich muss sie ganz viel kaufen. Vielleicht kann ich ihr noch 100.000 Euro heute geben. Warte mal. Oxy, Bro, was machst du hier? Du gibst gerade dem Mädchen dein ganzes Geld und kaufst ihr Eis und sowas. Einen Moment mal, du sollst doch testen, ob sie ein Golddigger ist und ihr nicht gerade so viel kaufen und so. Warte mal, hat sie mich vielleicht irgendwie verarscht oder so? Ich darf mich doch nicht verführen lassen. Oh, warte mal, in dem Auto sind auch meine Kameras. Ich guck mal nach, was sie sagt. Na los, na los, na los. Ich muss doch irgendwas finden. Ey, Mädels, was geht? Ich glaub nicht, was mir passiert ist. So ein Typ. Ich hab ihn so verarscht, ne? Er kauft mir jetzt ganz teures Eis. Ich hab ihm so eine cringy Geschichte erzählt. Könnt ihr gar nicht glauben. Die war so unlogisch, aber er hat mir trotzdem geglaubt. Dann waren aber dann noch solche Obdachlose, die habe ich dann angespuckt und bin einfach weggegangen. Oh Mann, ich glaub's nicht. Fast hättest du dich verarschen lassen, Roxy. Aber nicht mit mir. Jetzt wird sie sehen, was sie davon hat, Mann. Ey, yo, ich bin wieder da. Oh, warte mal, dein Eis habe ich ja gar nicht. Ich hab's versehentlich gegessen. Sorry. Hey, was soll das denn? Ja, ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich sitze in deinem Lamborghini. Kannst du mal die Sitzheizung anmachen? Oh ja, klar, Sitzheizung. Klar, mach ich direkt an. Wollen wir dann direkt auch ins Hotelzimmer und sowas fahren? Obwohl, du hast auch keinen Freund, ne? Richtig? Ja, ich habe keinen Freund. Oh, okay. Oh, okay, alles klar zu wissen. Dann lass mal direkt los. Warte mal und bam, ey. Stopp. Ganz ruhig, Mann. Du denkst auch, du kannst mich verarschen, oder? Warte, was? Wie, was? Dann los, steig aus meinem Auto, Mann. Ich weiß genau, was du mit den Obdachlosen gemacht hast. Hier waren die ganze Zeit Kameras drin. Ich habe alles gefilmt, du Eklige. Wie, du hast mich gefilmt? Was soll das? Das ist für Datenschutz. Weißt du was? Das ist mir ganz egal, Mann. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Leute wegen dem Geld ausnutzen und dir irgendwelche Geschichten erzählen. Was soll das, Mann? Du wirst hier nie wieder einstellen. Du kannst ganz allein zu Fuß nach Hause laufen. Nein, warte. Ich mache auch alles. Ich werde deine Hausfrau. Bleib stehen. Hier sind überall Wildschweine. Ja, Gleiches gehört auch zu Gleiches. Hau rein, Mann. Ciao, Mann. Ey, so ein komischer Golddigger. Bleib stehen. Ich zerstöre dein Auto. Warte mal, das ist doch der eine alte Mann. Na, Audi, ich kann mir einen besseren Motor kaufen. Danke, Oxy, Mann. Jo, klar, gerne. Alles klar. Warte mal, was machen Sie? Aufpassen. Auf die Seite. Ups, ein Golddigger weniger. Ja, schadet aber auch nicht. Frohes Neues, meine lieben Freunde. Oh Mann, er hat sich einfach überfahren. Ab nach Hause, Oxy, das war's für heute. Liken und abonnieren nicht vergessen. Hier kommt ihr zu meinen letzten Videos, Freunde. Kuss geht raus.